Landtag, Ruhetag, 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 Anreisetag, Abreisetag, Stichtag, Marschtag, Backtag, Gedenktag, Wahltag, Zahltag, Alltag, 12, 11, 10, 9, 7, 8, 6 Stunden Tag. Verzagt. Oder doch nicht verzagt, nämlich unverzagt. Krieg. Vorschleusekrieg, Heimsieg, Begünstigung, Tiefenwirkung, Koppelung, Loskuppelung, Schulung, Wertbestimmung, Taxierung, Fixierung, Platzierung, Verkäsung, Dichterlesung, Abdichtung, Kippvorrichtung, Zugverspätung, Viehhaltung, Selbstverwaltung, Wasserentwertung, Abfallverwertung, Dienstleistung, Aufforstung, Ebensee, Landungsplatz, Ebensee, Steinkohle, Landstein, Langwies, Mitterweißenbach, Bad Isch, was ich für diesen Bahnhof geschrieben habe. Es ist ein bisschen in Metaphern geschrieben. Ich hoffe, es gefällt euch. Passt. So sollte es doch sein. Eine nach der anderen, um meinen Gott zu sein. Aber wenn es nicht auf diese Welt die Pille gäbe, dann wüssten wir nicht, wie schön das Lachen wäre. Lebe das Leben nicht, wie du es willst, sondern wie es ist. Geht es denn heute, jeden Tag, wenn der Morgen ist? Nicht wie die Zeit, nenn es sich. Bleib, wie du bist, dein Traum ist, was der in dir bricht. Ich sehe die Sonne nicht, ich sehe den Mond nicht. Wo ist mein Licht? Wo gibt es die Kinder in den Friesländern? Sie sind von ihr verbunden, Politiker! Es ist mehr zu, du kannst es weinen, wie ich das Gefühl, dass ich jetzt anschleicht. In meiner Hand bin ich wie ein Kreis, der Akzeptanz bekämpft mir das Leid. Danke Leute! Das war's, ja! Das war's, Hunert! Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie das ist! Super, danke schön, danke, danke, danke! Der Wagen setzt sich jetzt in Bewegung und das ist das Schöne, von ganz alleine zieht es sozusagen die Teilnehmer dieses Prozessions-, Demonstrationsumzuges hinterher, begibt sich jetzt auf den ersten Pfad, ein Teil des Jakobsweges, ein alter Pilgerweg, der hier durch Adnang-Buchheim durchführt, und die Blumenpflücker begeben sich zum Wagen hin, finden dort das endlose Klebeband, das sie herunternehmen und schmücken damit da auch den Wagen. Ein wunderschönes Symbol, und die Gemeinschaft folgt jetzt dem Prozessionswagen, während sie ihn schmückt. Ein schönes Symbol auch für die Verkitschung des Gemeinschaftserlebnisses, da sonst keine Inhalte da sind. Und die Gemeinschaft applaudiert ihm für diese hervorragende Tat, ein wunderschönes Ritual. Er begibt sich mit dem gelben Sack zum Prozessionswagen hin, in schnellem Schritt, da der Wagen ja weiterfährt, und hängt ihn hinten auf das schwarze Y. Hier wird ein gelber Sack mitgenommen. Paul wird jetzt ganz schnell eine Blume vom Wagen herunternehmen und zurücklaufen zum Haus der Evangelischen Toleranzgemeinschaft und die Blume zum Zeichen der Verbundenheit der verschiedenen Konfessionen in den Kummerkasten werfen. Die Gemeinschaft, die sich hier so um Paul bemüht hat,
aber. Er plattiert jetzt wieder, an dieser Stelle war das gar nicht vorgesehen, aber. Und sehr schön jetzt hier der rituell einsetzende Regen, immer hier am Römerweg. Ein herzliches Dankeschön auch an die Regie für diese Beschirmung. Und wir ziehen hier weiter entlang. Ein schönes Ritual haben wir jetzt versäumt. Das Abwerfen des gelben Sackes und sofortige Wiederaufhängen. Wo auch hier geholfen wird. Der Prozessionswagen zieht jetzt in den Kanonenweg ein und die beiden, heute haben sich freiwillig Bernd und Isabel gemeldet. Bernd und Isabel sind bei diesem dritten traditionell immer schon gewesen seienden Umzug auserkoren und sie werden jetzt symbolisch links und rechts den Wagen hinten berühren. Bernd und Isabel werden, wir sehen sie noch nicht, aber es wird bald kommen. Bernd und Isabel werden jetzt bald den Wagen links und rechts hinten berühren, während wir durch die Kanonenstraße ziehen. Ah, ich höre gerade, Bernd und Isabel sind verstorben vor der Kapelle, die eben an die Opfer des 21. April, eigentlich an die Überlebenden. Sie wurde über einem Erdbunker, in dem ein paar Menschen überlebt haben, errichtet, hier ganz in der Nähe. Und dann hat ein muslimischer Pakistani das Grundstück gekauft und man wusste nicht, was er mit der Kapelle machen soll. Das Wetter wird jetzt unerträglich. Die Gemeinschaft reagiert rapide auf diese Unerträglichkeit und läuft vor zum Kino, wo ein Schutzdach ist, wo sie sich sammelt. The curator, Gottfried Hattinger, asked me if I would be interested in putting some art objects into a shooting gallery. And I thought, why not? You know, I'll give it a try. And I like it too because it's, of course, social interaction, lots to do with the public, and in an unusual way, right? And it's really fun to do it this way. And I've met some great people, especially kids, because children love this. I was ambushed by kids, and I was a bit fearful. Because I thought, now what? And then, but they asked if they could help. But why not? You know, you just put the stickers on here, and they started doing it and taking like total responsibility. And it was nice to have that because you know if I'd come with an assistant, it's a whole different story. But meeting local kids is really fun. Okay, nehmen sechsten, sechs Stück. Sechs. Ja, let's get it. Some things I prepared in advance, but knowing I would need around 500, I didn't feel like flying with so much, and I thought it'd be interesting to find things here and collect things here and just modify them gently and have them as prizes too.
sometimes it's like nobody wins anything and then the sharpshooters come and win like a lot. So it's transformed already. Everything here has at least changed over once. Like, see? There we go, another one. Replaced it. I'm not gonna make another one of those. That's why I call them one of a kind. Like, why make two? One of a kind. It's good here because there's never just enough art around, and it's a great way to open up thinking, like possibilities of what can be art. And I don't even mind if they don't think it is art. I actually like it the other way. They just come to play and accidentally get something, and it's like, think about it later, like, wow. But you know it's going somewhere. So I have, it's a nice feeling that these objects are kind of fleeing. It would almost be nice to know or document where they go. Wir haben für das Festival der Regionen hier eine Installation gemacht, nämlich Karl Doppelkopf. Wir haben recherchiert, weil wir was mit der Geschichte von Attankuche machen wollten und sind bei unserer Recherche auf viele Karls gestoßen und auch auf eine Caroline, das war eine der ersten Volksschullehrerinnen hier. Und dann haben wir weiter recherchiert und haben aus dem geschichtlichen Material 8 historische Persönlichkeiten, 8 Lebensläufe frei erzählt. Mit diesen Lebensläufen sind wir dann zu Attankuchheimern gegangen, die heute leben und die auch Karl oder Carla oder Caroline heißen, und haben sie gefragt, ob sie einer dieser historischen Persönlichkeiten ihr Gesicht leihen würden. Und wenn sie sich jemanden vorstellen konnten, dann haben wir ein Foto gemacht, ein Porträtfoto, und haben dann dieses Foto zusammen mit der Geschichte der historischen Persönlichkeit, die sie sich ausgesucht haben, in eine dieser Kanonen gestellt. Es ist also ein dynamischer Prozess. Die Person von heute leiht der Person von damals ihr Gesicht und ermöglicht ihr dadurch, sich in die Gegenwart zu schießen. Also wir sind nach Attankuchheim gekommen und haben erstmal recherchiert, natürlich übers Internet, aber auch hier, zum Beispiel mit dem Stadthistoriker Herrn Böhm haben wir uns ein paar Mal getroffen. Wir waren in der Bibliothek, wir waren im Archiv und so. Wir haben einfach geschaut, was gibt es da so, was war in Attankuchheim, was war in der Region, was sind so die Momente, die einfach unglaublich dramatisch und spannend sind und die uns sehr inspirieren. Aber natürlich wollen wir diese Geschichten auch ins Heute holen. Also es reicht uns jetzt nicht, quasi zu sagen, okay, wir dokumentieren das jetzt, oder, sondern wir versuchen, einen Ansatz zu finden, der das praktisch mit dem Heute in Beziehung stellt, vielleicht auch in Gegensatz stellt.